Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich bin mal wieder nicht nackt, aber ich brauche Fläche zum Swatchen, denn heute geht es um ein weiteres Video aus meiner Samstagssammlungsreihe. Und zwar habe ich hier meine Box mit meinen Bronzern. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, wie die so sind und ob da vielleicht ziemlich ähnliche zwischen sind, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe wieder so ein schickes, schulterfreies Oberteil von Chiquelle an. Dieses Mal haben wir hier ein bisschen verspielte Applikationen, ne? Also finde ich richtig nice. Es ist langärmlich, es ist peach, es ist ein bisschen cropped. Ich mag das. Ja, und jetzt gucken wir uns mal meine Bronzer an. Ganz ehrlich, wenn man ein Video quasi beginnt und denkt, ach komm, das wird gar nicht so lang, weil so viele habe ich ja gar nicht, dann diese Box öffnet und sich denkt, Mist. Ne? Das kommt auf jeden Fall vor. Und ja, das ist halt, weil ich ein Schminkfan bin, weil ich eine Schminksammlerin bin und Make-up-Sammlung habe, eine Make-up-Sammlung, die hinter mir ist und die ich jetzt nach und nach quasi zeige. Finde ich ein bisschen schöner, das quasi so aufzuteilen, weil ich so einfach intensiver auf die einzelnen Produkte eingehen kann. Und ich gehe quasi so in meiner Reihe jetzt vor, wie ich quasi auch Make-up in meinem Gesicht auftrage. Ja, so ist das. Was wollte ich noch sagen? Die Ohrringe habe ich übrigens von der lieben Madeleine Pisula. Die wirst du gleich noch wahrscheinlich ein paar Mal öfter in Nahaufnahme sehen, weil die Kamera zoomt dran. Und ich suche auf jeden Fall die ganzen Preise von den Produkten auch mit raus. Das hier ist kein Declutter in dem Sinne. Wenn ich vielleicht während des Videos merke, okay, das ein oder andere Produkt finde ich jetzt vielleicht doch nicht so cool, werde ich das dann wahrscheinlich im Video oder nach dem Video aussortieren, aber es ist jetzt kein Declutter, es ist eine Make-up-Sammlung, die ich quasi abfilme. Okay, ich würde sagen, wir starten einfach mal, oder? Zuallererst habe ich hier einen absoluten Liebling von mir, von Too Faced, den Milk Chocolate Soleil Bronzer, den ich wirklich extrem schön finde, nicht nur von der Verpackung her, auch nicht nur vom Produkt her, von der Farbe, sondern auch vom Duft. Oh mein Gott, und der ist wirklich schön. Ich trage den auch heute tatsächlich. Er ist sehr, sehr dezent, sehr schmeichelt einfach. Und ich swatche ihn einfach mal. Oh, ich finde ihn so geil. No. Genau, wo swatche ich ihn? Hier swatche ich ihn. Da sieht man dann halt so ein bisschen was, ne? Ja, finde ich ganz schön. Mag ich gerne leiden und den mag ich echt gerne leiden. Ich finde den auch tatsächlich besser als den Chocolate Soleil. Den habe ich in Mini-Format auch da. Das ist dieser hier. Der ist dann halt ein bisschen dunkler. Ne? Hier sind 2,8 Gramm drin. Das war so eine Mini-Größe. Und der schaut so aus. Der ist tatsächlich für mich eher für den Sommer geeignet, weil er doch deutlich dunkler ist, muss man sagen. Ne? Das ist jetzt schon ein krasser Unterschied zwischen den beiden Farbtönen. Lässt sich jetzt hier gerade relativ schwer auftragen. Ich glaube, Bronzer swatchen ist auch gar nicht so einfach. Aber wir gucken mal. Ich habe mir das jetzt vorgenommen und dann möchte ich das auch durchziehen. So, ja. Ne? Also der ist halt ein bisschen aschiger eigentlich im Unterton, aber halt auch dunkler. Das heißt auch stärker pigmentiert und dementsprechend für mich eher im Sommer geeignet. Aber auch der riecht wundervoll, lässt sich schön ausblenden und ja, im Sommer auf jeden Fall ein Produkt, was ich gerne verwenden werde. Ich habe ihn mir jetzt gerade erst im Winter geholt, deswegen habe ich den noch gar nicht im Sommer tragen können. Einen, den ich so als Dupe sehe oder der halt auch sehr, sehr gut ist, der sich schön ausblenden lässt und den ich auch in meinem Worth the Hype Video als Dupe gezeigt habe, ist von Physicians Formula der Muro Muro Butter Bronzer. Das ist dieser hier, den habe ich in der Farbe Light oder Medium. Hier steht es ja leider irgendwie nicht drauf, das ist ein bisschen blöd, ne? So schaut der aus und das ist auch ein wundervoller Ton. Der ist ein bisschen dunkler als der Milk Chocolate Soleil. Ja, der ist tatsächlich sehr weich, sowohl vom, wenn man mit dem Finger in das Fännchen geht, als auch wenn man den aufträgt, weil er einfach stärker pigmentiert ist. Also der ist wirklich schön, aber man muss halt wirklich aufpassen, wirklich, wirklich, dass man ihn nicht überdosiert. Aber ich finde den klasse, der lässt sich total klasse ausblenden, richtig schön und ne, hat ein schönes Finish, definitiv. Als nächstes habe ich hier einen von Revolution aus dem Adventskalender. Das ist Pressed Contour. Das ist ein sehr, sehr aschiges Produkt, was halt auch gar nicht als Bronzer in dem Sinne ja bezeichnet wird. Aber ich finde den schön. Der ist auch wirklich derbe pigmentiert, ne? Also kannst nichts zu sagen. Ja, der ist halt auch ein bisschen stärker pigmentiert. Schon ein Stück weit auch vergleichbar mit dem von Too Faced, muss ich sagen, ne? Mit dem Chocolate Soleil. Aber es ist jetzt nicht irgendwie als Dupe zu sehen, weil da schon farbliche Unterschiede sind.
Dann habe ich hier ein Produkt von Rival de Lubiang aus der letzten Limited Edition, die es dort gab. Crystal Fusion Bronzer, das ist dieses Produkt hier. Und ja, das ist halt eins, was man quasi immer in diesen Rival de Lubiang LEs drin hatte, aber halt immer wieder in unterschiedlichen Verpackungen. Das war mein Handy. Genau, und da habe ich mir halt den hier noch gesichert. Ja, schauen wir uns den mal an. Der ist wirklich sehr, sehr, sehr vergleichbar mit dem Milk Chocolate Soleil, wenn man die beiden einfach mal so sieht, ne? Also das ist ja hier der Milk Chocolate Soleil gewesen, das hier ist jetzt der von Rival de Lubiang. Ich weiß gar nicht, doch, ich habe auch noch die von Rival Loves Me, die setzen wir uns gleich mal direkt daneben und gucken, inwiefern die so zum Beispiel miteinander auch vergleichbar sind. Aber ne, wer den hat, kann sich auf jeden Fall freuen, dass man quasi ein Mini-Dupe zu dem Milk Chocolate Soleil hat. Genau, hier habe ich dann die beiden Tropical Bronzer von Rival Loves Me. Das sind diese zwei Schätze. Die sind ja ganz, ganz neu jetzt erst bei mir eingezogen und auch ganz, ganz neu erst im Sortiment. Da haben wir zwei verschiedene Farben. Das ist hier einmal die 02 Honolulu. Und den hätte ich jetzt tatsächlich im Vergleich gesetzt mit dem Chocolate Soleil. Den setze ich da mal direkt drüber tatsächlich. Oha, nee, nee. Oder? Ja, der ist sehr, sehr aschig. Das ist ein aschiger Bronzer, oder? Also das ist aschig. Das ist einfach aschig. Wenn man etwas als aschig bezeichnen könnte, dann bitte das. Dann haben wir hier den Waikiki. Das ist dieser hier. Oh, meine Pizza ist fertig. Der ist stärker pigmentiert. Aber vom Farbton, Leute, ist das schon irgendwie vergleichbar, ne? Würde ich wirklich sagen. Also wenn ich mir den Rival de Lubiang jetzt nochmal ein bisschen stärker aufgebe, ist quasi die gleiche Farbe. Finde ich gut. Also alle die den Rival de Lubiang LE Bronzer vermissen, können sich auf jeden Fall den Waikiki einmal anschauen. Weiter geht die wilde Reise. Und zwar habe ich hier von Miss Lynn den Beach Please Bronzer in der Farbe Barbados Babe. Ich glaube wirklich, den hatte ich mal irgendwo in der Box oder so mit drin. Auch das ist ein richtig schöner Ton. Du hast da sogar so einen Minispiegel immer mit drin. Das finde ich auch immer großartig. Ich brauche nicht unbedingt in jedem Produkt einen Spiegel, weil Spiegel machen Produkte dann ja auch meistens noch etwas kostenintensiver, sage ich mal. Ne? Nicht nur in der Herstellung, sondern dann auch tatsächlich, wenn wir es halt kaufen. Aber ne, ich finde es immer nice to have. Ja, genau. Auch das wieder ein schöner, relativ aschiger Ton und auch der, ne, passt halt wirklich auch wieder hier in dieses Dreierbundle. Das finde ich auch sehr witzig. Also das ist schon eine ähnliche Farbe, ne? Das muss ich wirklich sagen. Also farbtechnisch halte ich mich wirklich immer in sehr, sehr ähnlichen Schematas auf. Schemata. Genau, ja. Dann habe ich hier einen von NYX, den Matte Bronzer. Den habe ich in der Farbe Light Clear. Light ist es dann, aber ich finde den recht dunkel tatsächlich. Den hatte ich, glaube ich, wo hatte ich den? Hatte ich den mal im Adventskalender oder mal in einem Trash-Paket? Das weiß ich gerade gar nicht so. Der ist halt sehr warm. Also das ist, glaube ich, so einer der wärmsten Bronzer, den ich so habe. Der ist etwas rotstichiger als die anderen tatsächlich, ne? Da muss ich gucken, ob ich den soweit auch weiterhin tragen kann und will. Ich werde den eher so im Sommer testen, weil ich den halt wirklich sehr warm finde. Und ich finde, bei mir sind so aschige Töne, kühlere Töne irgendwie besser. Ich weiß es nicht. Das ist halt so meine Einschätzung. Als nächstes habe ich natürlich von Love und Hatice Schmidt den Bronzer Bronze die Wand an, ne? An alle, die ihn nicht bekommen haben. Es tut mir sehr, sehr leid, aber es ist halt einer meiner absoluten Lieblingsbronzer. Ich finde den wundervoll. Der ist richtig, richtig klasse. Und ich werde weinen, wenn er leer ist, weil das Backup habe ich tatsächlich abgegeben, was mir Karin geschickt hat. Also der ist sehr, 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 sehr leicht. Ne? Den kannst du aber auch schön aufbauen. Ich gehe da tatsächlich jetzt auch ein paar Mal öfter drüber, damit man ihn auch sieht. Aber wenn er da ist, der ist einfach so universell. Ne? Ich finde den so klasse, muss ich wirklich sagen. Da hat Hattie wirklich mit Love ein ganz, ganz tolles Produkt rausgebracht, wo man echt hoffen würde, dass irgendwann mal... Schon wieder mein Handy, Leute, was ist hier los, ne? Dass irgendwann mal so ein Bronzer auch irgendwo im Standardsortiment zu finden ist, weil genau den identischen Bronzer habe ich jetzt so noch nicht hier in meiner Range. Als nächstes habe ich hier auch aus dem Revolution Adventskalender den Bronzer, der da mit drin war. Der müsste dann ja dementsprechend etwas wärmer sein, wie das Konturpuder, was ich hier habe. Den switchen wir mal hier. Genau, der ist halt auch ein bisschen wärmer.
Gott, also wenn ich den Nyx jetzt hier so sehe, ne, der ist ja richtig rot. Also, nee, der ist nichts für mich. Der Nyx, der wird jetzt tatsächlich in diesem Video als erstes Produkt in meinen Sammlungsvideos, Leute, mal aussortiert. Das ist ja krass. Aber gut, den hier finde ich auch sehr schön. Der hat auch einen leichten Rotstich. Also, der ist auch ein bisschen wärmer und vor allem auch echt intensiv. Also, wenn ich den auch so vergleiche mit den hier vorne, ne, das ist auf jeden Fall sehr vergleichbar mit dem Chocolate Soleil. Vom Farbton her, ne? Aber finde ich ganz niedlich, finde ich ganz hübsch. Zu solchen Produkten Preise rauszusuchen, ist natürlich immer etwas schwierig. Und ich denke, dazu werde ich auch keine Preise finden, weil das sind ja Produkte, die halt exklusiv für den Adventskalender hergestellt wurden und so gar nicht im Standardsortiment von Revolution zu finden sind, leider, ne? Gut, dann habe ich hier noch von Kiko einen Bronzer. Flawless Fusion Bronzer Powder. 12 Gramm sind hier drin, das ist ganz schön viel Produkt. Und der ist auch wieder recht hell. Also auch den würde ich dann so mit dem Milk Chocolate Soleil, wenn nicht sogar noch heller. Ich glaube, der ist enorm hell. Ja, der ist richtig, richtig hell, wenn man sich das auch so anguckt, ne? Der ist halt wirklich ein ganz, ganz leichtes Tönchen. Den siehst du kaum, aber ich finde ihn schön. Also das ist ein schönes Produkt, was man dann halt auch so als Alltagsbronzer sehr gut tragen kann und halt doch irgendwie mit dem Milk Chocolate Soleil vergleichbar wäre, ne? Also wenn ich den halt auch mal genau daneben so setzen würde. Den muss ein bisschen mehr aufbauen. Ich habe mich natürlich jetzt auch gerade nicht irgendwie eingecremt oder so, dass man das jetzt irgendwie intensiver sehen würde. Es ist halt wie, als wenn ich das über meine ganz normale Haut geben würde. Der ist ein bisschen roter als der Milk Chocolate Soleil. Ja, quasi vergleichbar, aber jetzt nicht so unbedingt extrem gleich. Nee. Ich weiß nicht, wie gut meine Kamera das von den Farben her auffangen wird, aber nee, ist jetzt kein Dupe zueinander. Dann habe ich hier ein weiteres Produkt von Too Faced und das ist dieses hier, Pineapple Sun Paradise Strobing Bronzer. Das ist ein Duo. Da hast du sowohl einen etwas schimmernden Bronzer als auch einen Highlighter mit drin. Ja, oder halt einen Bronzer-Topper. Ich werde jetzt erstmal den Bronzer hier swatchen. Das ist gar nicht so leicht, wenn du halt so Mini-Fännchen hast, ne? Der ist rötlicher als der tatsächlich, ne? Der ist ein bisschen rötlicher als der von gerade. Ja. Und wenn ich den jetzt toppen würde mit dem Bronzer Topper, der hier mit drin ist, wow, das ist aber eine Pigmentierung hier, dann wird der halt auch richtig so schimmern. Das sieht halt auch irgendwie ganz cool aus. Oder du trägst halt den Bronzer und den Topper hier einfach als Highlighter daneben oder so, ne? Als sehr leichten Highlighter. Kann man auch auf jeden Fall machen. Ne? Doch. Das ist recht rötlich oder recht orange fast schon vom Farbton her, finde ich. Aber ich muss mal gucken. Ich habe den noch nicht so oft getragen. Der muss noch ein bisschen häufiger getragen werden. Fännchen sind natürlich winzig klein, aber das kriegen wir schon hin. Da musst du halt mit einem etwas präziseren, kleineren Blendepinsel arbeiten. Hier hast du auch nur 3,2 Gramm Produkt drin. Das heißt 1,6 Gramm Bronzer und 1,6 Gramm Topper. Das ist sehr, sehr, sehr niedlich. Aber das wäre tatsächlich vielleicht auch echt mal ein Produkt, was man aufbrauchen könnte, wa? Mal gucken. Dann habe ich von Feind, von der Amazon Eigenmarke in der Farbrange 02 noch den Bronzer. Der schaut so aus und der hat auch einen leichten, ist gut, ne? Der hat einen ordentlichen Schimmer mit drin. Das ist kein matter. Der hat schon Glitzerpartikel oder Schimmerpartikel mit drin. Und den swatchen wir mal. Hier, ich glaube, ich muss gleich die andere Hand mal nehmen. Aber der ist halt auch sehr, 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 sehr schön. Ne? Also der hat natürlich Schimmer mit dabei. Das muss man mögen. Das ist absolut gar kein matter Bronzer. Aber ich finde den für den Sommer extrem schön, weil du halt diesen Schein und Schimmer mit drin hast. Oder halt für Weihnachten ist es auch ein schönes Produkt. Ne? Schon wieder mein Handy. Und den Farbton mag ich auch wohl ganz gerne. Ne? Das ist halt schon so ein etwas aschiger Ton. Also nicht zu warm. Aber halt mit dem Schimmer. Das ist halt was Besonderes, ne? So ein bisschen besondere Produkte braucht man ja auch im Sortiment. Gut, dann habe ich hier von Sleek ein Produkt, das Face Contour Kit in der Farbe Medium 885. Da sind mehrere Produkte drin und zwar auch wieder ein Bronzer und ein Highlighter. Hier natürlich relevant der Bronzer, weil den Highlighter fand ich, glaube ich, zu schwach. Und auch der, den vergleiche ich hier mal mit dem Chocolate, wow, Chocolate Soleil, beziehungsweise mit dem, der ist ein bisschen sehr pigmentiert, ne? Der ist dunkler als der hier oben, aber das ist halt so ein richtiger Konturton. Damit kannst du schön konturieren und deinem Gesicht formen und
so verleihen, finde ich auch ganz cool. Highlighter hat jetzt ja eigentlich hier nichts zu suchen, aber den kann ich ja auch mal swatchen, weil er hier dabei ist und wahrscheinlich bei meinen Highlightern gar nicht auftauchen wird, wie ich mich kenne. Ja, da siehst du nicht viel von jetzt, ne? Highlighter swatchen, das wird sowieso nochmal eine Herausforderung für mich. Das werde ich dann wahrscheinlich eher weniger in meinem Dekolleté machen, in meinem Dekolleté, sondern irgendwie anders. Mal gucken. Ja, ne? Aber ich finde den Konturton sehr, sehr geil. Also, wenn ich konturiere, dann gerne mit diesem Produkt. So, dann habe ich hier auch wieder aus einem Adventskalender und zwar von Bare Minerals den Endless Summer Bronzer in der Farbe Warmth. Da sind 3,8 Gramm drin enthalten. Und er schaut so aus. Auch das ist wieder ein etwas dunkleres Produkt. Die muss ich mir stärker setzen, weil sonst siehst du ihn nicht. Der ist gar nicht so dunkel, wenn ich den hier so hin swatche, ne? Nee. Ist er tatsächlich gar nicht. Aha, guck mal. Sieht ein bisschen aus, als wäre ich verprügelt worden, finde ich. Übrigens. Ja, mag ich aber eigentlich ganz gerne leiden, weil der halt auch, der ist matt, hat aber halt wirklich eine schöne Pigmentierung, die du entsprechend hier aufbauen kannst, was du gesehen hast. Ja, ne? Aber ich mag den Ton eigentlich auch wohl ganz gerne. Ah, der muss auch noch öfters getragen werden. Ja, das ist ein absolut geiles Produkt, ne? Love Zone Blurring Bronzer in der Farbe 020 Seductive Bronze. Habe ich auch, glaube ich, bei meinen Favoriten auch gezeigt, weil das ist einer meiner Favoriten. Auch wenn der hier noch recht voll ist, aber jedenfalls sieht er so aus, weil diese Blume, die da drauf ist, noch nicht so unbedingt gepannt oder wie auch immer wurde, ne? Aber ich finde den schön. Ne? Das sieht man auch. Der hat eine richtig geile Konsistenz, eine schöne... Oh, der fässt sich auch so schön an. Oder fasst sich... der fässt sich so schön... Der lässt sich gut anfassen. Der fühlt sich gut an, genau. Und ja, ne? Hat eine schöne Farbgebung und den mag ich sehr gerne. Deswegen mega empfehlenswert. Hat eine schöne Pigmentierung. Ja, muss man nur halt aufpassen. Und das ist eher ein Produkt, was man im Sommer tragen kann, beziehungsweise ich, weil er halt recht dunkel ist, ne? Das wäre halt nicht so mein Winterton. Den hier habe ich aus dem Youster Adventskalender Wild Savannah Bronzer. Den finde ich auch wundervoll. Da sind ganze 12 Gramm drin. Das ist echt viel. Ich weiß nicht, ob man den auch so kaufen kann. Das ist ja bei diesen Youster Adventskalender Produkten etwas schwierig. Ja, aber ich fand den auch, als ich den neu hatte, sehr, sehr schön. Ne? Da sieht man ihn auch. Der ist auch ordentlich pigmentiert. Ich mag den gerne leiden und freue mich auch drauf, den im Sommer zu verwenden. Der ist sehr vergleichbar mit dem hier. Die ähneln sich sehr, sehr, sehr stark. Also der Love Zone Blurring Bronzer und der Wild Savannah. Oh ja, auch ein Produkt, was ich richtig geil finde von Tarte. Park Ave Princess Amazonian Clay Waterproof Bronzer. 9 Gramm sind hier enthalten. Auch das aus einem Trash-Paket, ne? Oh, der ist so schön. Der ist so wundervoll. Der hat auch einen leichten Schimmer mit drin. Und hier siehst du halt im Fändchen den, nee, siehst du nicht den Amazonas. Nein, das ist irgendwie Gestein oder so, weiß ich nicht. Genau, und die Verpackung ist allein schon so hochwertig und ach Mann, der ist toll. Den setze ich mal hier hin. Also der hat wirklich so einen Goldschimmer mit drin, ne? Absolutes Sommerprodukt für mich, aber halt auch farblich wieder genauso. Wirklich, ne? Nur halt, der hier ist mit Schimmer und der ist matt. Ich finde den schön. Ich mag ihn so, so, so gerne, aber es ist halt auch ein ganz besonderer, weil du musst es mögen, dass er schimmert. Und ich mag's. Ja, ein Produkt, was ich von der lieben Jana mal bekommen habe in einem Tauschpaket, Rival de Lupiang. Ne? Superfruits, Bronzer mit Kokos und das ist halt so eine extreme Bratpfanne. Der hat drin 22 Gramm. Es ist nicht wenig. Da habe ich übrigens mal einen Spiegel reingeklebt. Der ist nicht original mit drin. Ja, weil ich den einfach gerne mag. Mit wem wollte ich den vergleichen? Mit dem hier. Das ist ja der Rival de Lupiang Bronzer. Beziehungsweise Rival Loves Me. Auch sehr vergleichbar, ne? Guck dir das an. Also der ist etwas stärker pigmentiert jetzt natürlich. Wobei der hier oben nicht so stark, auch so stark ist, ne? Und, ist aber auch wiederum etwas aschiger. Aber wenn ich den jetzt so ausblende, dann ist das, als wäre das eins. Guck dir das mal an. Das finde ich krass, ne? Also Rival Loves Me, Rival de Lupiang, diese LE Bronzer, Leute, die sind extrem vergleichbar. Deswegen mach dir da keine Sorgen. Du kriegst ihn auch noch. Das finde ich auch ganz gut, jetzt mal zu wissen und das jetzt vor allem auch mal so zu vergleichen. Ne? Das wollte ich immer mal machen und jetzt habe ich es getan. Das sieht echt cool aus, finde ich. Gut, dann habe ich noch eine letzte Palette und zwar von Revolution Pro, die 4K Bronzer Palette in der Farbe Cool. Das ist diese hier, die enthält ganze, oh mein Gott,
richtig viel Produkt. 4 mal 4 Gramm, genau. Also jedes Produkt enthält 4 Gramm, Leute. Ich wollte schon sagen. Den habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen verkackt. Das ist jetzt der hier unten gewesen mit dem marmorierten, mit dem Schimmer auch ein bisschen drin. Ne? Aber das sind auch wirklich coole Töne im wahrsten Sinne des Wortes, weil es cool ist. Also das sind halt kühle Untertöne, die entsprechend auch aschiger sind, die du halt auch zum Konturieren verwenden kannst. Und ja, ne, das sind wirklich auch coole, das sind tolle Bronzer, die gefallen mir. Sind auch sehr vergleichbar hier mit diesen 3 hübschen, die ich hier habe, ne. Ja, ansonsten sieht man jetzt ja auch die entsprechende Range, die ich so bei meinen Bronzern mit drin habe. Finde ich schon ganz spannend. Also wenn man sich mal so seine Sammlung vornimmt, es sind schon ordentlich viele Bronzer, finde ich. Es ist jetzt nicht so abnormal viel, dass ich sagen würde, oh mein Gott, ich habe keinen Überblick mehr drüber oder so. Aber sie jetzt mal so komplett auf meiner Haut zu sehen, ist für mich gerade extrem spannend. Und dass der hier aussortiert wird von NYX, das war ja wohl klar, weil guck mal, wie rot der aussieht. Das geht gar nicht, ne? Das passt auch einfach nicht. Ja. Das sind jetzt tatsächlich meine ganzen Bronzer. Du kannst ja mal gerne unten in die Kommentare reinschreiben, keine Ahnung, was dein Lieblingsbronzer ist zum Beispiel. Und ne? Das nächste Mal geht's weiter mit meinen Blushes. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit meiner ganzen Sammlungsreihe. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!